Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Final Fantasy 7 Remake Intermission, das Yuffie DLC. Ja, wir sind hier immer noch in den Slums von Sektor 7 und haben in der letzten Folge den Fort Condor Champion erledigt, Ramu erledigt, einige Flyer für das Turtle Paradies hier, das Schildkrötenparadies hier gefunden. Und heute machen wir weiter in der Story. Diesmal wirklich. Und ja, weiß ich nicht. Einzige, was ich noch mal nachgucken wollte, aber da habe ich offscreen gemacht, war, ich habe in dem Rüstungsladen einmal kurz nachgeschaut, was es da zu kaufen gibt, ne, aber da war es nicht so interessant dabei, ne. Ich könnte mir eine bessere Rüstung und so kaufen und ich könnte für meinen Kollegen hier noch ein Accessoire kaufen, aber vielleicht finde ich ja noch irgendwas, ne. Also lass mal erstmal, ne. Ich habe mir mal die Materie hier angeschaut, ne, und alles so ein bisschen geändert, ne. Also hier, das damit wollte ich hier gerade rollen, ne. FP Boost, damit halt TP Boost hier schnell hochgelevelt wird, ne. Stehlen hat sie noch drin. Ich dachte, hatte sie nicht. Okay. Erstschlag hat sie drin, Luft. Dann habe ich hier Heilen und Amplifikation. Das habe ich beides hier unten reingepackt, damit ich hier zweimal, damit ich beide heilen kann, ne? Das ist ja die Amplifikation. Amplifikation ist ja eigentlich alle, ne? Also jetzt kann ich beide heilen, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger, ne? Ich habe außerdem alles, was ich hochleveln will, hier unten reingepackt, weil irgendwie sie, wie ich gemerkt habe, wo sehe ich das? Ausrüstung. Bei ihr habe ich gesehen, der Ninja Armreif, den sie hat, gibt doppelten FP Bonus. Ja. Materie, die in Rüstungsgegenstand eingesetzt werden, halten doppelte FP. Also deswegen habe ich mir nichts Neues geholt, ne? Weil anscheinend ist das ziemlich gut, ne? Und ja, doppelte FP sind immer gut. Das heißt, ihre Materie levelt schneller. Also werde ich den auf jeden Fall nicht ersetzen. Von ihnen, den Kollegen, ja, Sonnen, habe ich auch, glaube ich, eine Sache geändert. Ich wollte ihn erst hier so ein Accessoire kaufen, der ihm mehr Verteidigung gibt, aber es dann doch gelassen, weil er 5000 Gil kostet. Wir haben ein bisschen Gil bekommen letztens, als wir den Fort Common Champion erledigt haben, welcher Chatley war, ne? Aber ne, lassen wir mal. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo anders was zum Kaufen, ne? So, ich glaube, ihn habe ich Effizienz blocken noch gegeben, ne? Keine Ahnung. Ja, bei denen muss ich halt nur passive Sachen reinpacken, ne? Weil ich ihn noch nicht steuern kann, ne? Den Kollegen. Gut. Alles klar. Heute machen wir in der Story weiter. Ehrlich. Weil anders haben wir auch gerade nichts zu tun, ne? Ich habe alle Sachen hier erledigt, ne? Ich habe ja auch nichts mehr, ne? Dem Story Chat, liest bitte und so weiter, alles, alles erledigt. Das heißt, wir können hier ohne Umschweife direkt weitermachen, ne? Wir müssen ja immer noch, weil das ist eigentlich nochmal unsere Aufgabe hier. Wir müssen zu Shinra, ne? Irgendwie. Wir müssen uns mit Shinra aufnehmen, eine Materie sammeln und so. Geben wir mal einen kleinen Reminder. Seid ihr bereit? Ach so, okay. Bin ich bereit? Ich bin bereit. Ne, ich bin bereit. Komm. Dann lasst uns mal los und bleibt in meiner Nähe. Okay. Ayo, wo gehen wir eigentlich hin? Eure IDs abholen. Das sind hier eure Ausweispapiere. Ich dachte, Gigi geht schon unsere. So, erstmal ein bisschen die Story weitermachen. Wir wurden ein bisschen gesidetrackt in den letzten Folgen. Um in dieser Stadt leben zu können, braucht man verschiedene Arten von IDs. Midgar wurde immerhin von Shinra für Shinra erschaffen. Dieser Drecksfein! Chefin, wir fallen auf. Zieh die Krallen lieber wieder ein. Ja! Oh. Oh. Und Jufi, wie gefallen dir die Slums? Zu viele Menschen. Man kommt gar nicht zur Ruhe. Und überall stinkt es wie die Pest. Der Geruch ist speziell. Aber ich habe mich schnell dran gewöhnt. An die vielen Menschen gewöhnt man sich auch. Es ist doch nicht überall so voll wie hier. Sag mal, Nayo. Ja, Wuta ist so ein richtiger japanische, so im japanischen Stil. Unser Feind ist der Shinra-Konzern. Werden wir ja irgendwann mal auch hinkommen, ne? Mit den Leuten aus Doppel-D gemeinsam. Und was war dann mit dem Reaktor? Ich hab's in den Nachrichten gesehen. Das war doch kein Unfall. Avalanche hat. Entschuldigung. Was ist los? Da ist unsere Splittergruppe. Hey, komm mal. Was? Sie haben Avalanche verlassen. Es gab da ein paar Differenzen. Ich kann da nicht hin.
Da seid ihr ja. In einem Stück. Dem Reaktor habt ihr es aber ge... Und Cloud? Ach, das war... Wurden getrennt. Ihr wurdet was? Das war nach diesem einen Boss, wo die Brücke runtergefallen ist. Darauf kannst du wetten. So ein kleiner Sturz. So, jetzt weiß ich, wo wir in der Story wenigstens sind. Der ist bald wieder da und stolziert aufgeblasen durch die Slums. Ja, ganz bestimmt. Reden wir lieber über den verdammten Direktor. Spione Wutag sollten wir jetzt sein? Der will uns wohl verarschen. Avalanche spioniert für nie. Barrett! Oh, ups. Ach ja, da fällt mir ein. Corneo hat seine Handlanger geschickt, um in den Slums nach dir zu suchen. Ah. Hä? Corneo? Was denkt er sich? Unser Gegner ist Shinra. Ich habe keine Zeit für kleine Fische. Tifa, wir sollten uns jetzt ein wenig ausruhen. Okay? Sonst geht uns noch die Puste aus. So schön, wieder die ganzen Charaktere zu sehen. Ich sehe mir das lieber mal genauer an. Sei aber vorsichtig. Okay. Der Reaktor geht auf ihr Konto. Cool. Sagen wir Hallo? Nein, lieber nicht. Wir werden ganz sicher schon von Shinra beobachtet. Halten wir uns fern. Mhm. Ja, wir dürfen ihn nicht treffen. Yuffie trifft die Leute erst später. Aber jetzt weiß ich genau, wo wir auch wieder sind in der Story. Ne? Wir sind hier, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben ja gegen diesen einen Boss gekämpft. Da war irgendwie dieser riesige Roboter. Wir waren auf der Brücke mit Tifa und Barrett. Und dann hat dieser Roboter die Brücke kaputt gemacht und Cloud ist da runtergefallen, ist dann in der Kirche von Aerith hier gelandet. Und da sind wir gerade sozusagen. Wo war ich da schon? Verdammt. Also eben, ungefähr da sind wir jetzt gerade. Ne? Also Cloud ist gerade jetzt bei Aerith, ne? Kümmert sich um die, beschützt sie vor Reno und Root, diese beiden Turks, diese beiden Anzugträger, der Typ mit der Sonnenbrille, der Typ mit den roten Haaren. Oder eher, dass sie uns davon abhält, uns mit eurer Splittergruppe zusammenzutun und so größeren Schaden anzurichten? Wollen wir nicht lieber später darüber reden? Ich will euch alles in Ruhe erklären. Okay. Genau. Reden wir später. Oh nein, ich glaube, ich erkenne die drei da. Vielleicht diese Typen, die wir mit Cloud verkloppt haben. Sagt mal, was habt ihr eigentlich mit dieser ultimativen Materia vor, nachdem ihr sie gestohlen habt? Was meinst du? Materia machen einen stärker. Und mit einer ultimativen Materia ist man natürlich ultimativ stark. Verstehe. Ich kann's kaum erwarten. Um es genau zu sagen, indem wir in Shinras Hauptquartier einbringen und das Ergebnis ihrer Forschung stehlen, fügen wir dem Feind nicht nur eine demütigende Niederlage zu, sondern machen ihm auch deutlich, dass er Wutai nicht unterschätzen sollte. Nicht wahr, Chefin? Genau. Ja. Ich glaube, Shinra und Wutai waren ja irgendwie im Krieg, ne? Sephiroth hat Dauda mitgekämpft, ne? Der war ja ein Held des Wutai-Krieges. Kleine Hintergrundinfo, ne? Du bist ja ein hübsches Ding. Bist du interessiert daran, reich zu werden? Musst auch nur dich selbst mitbringen, na? Willst du dieses Gesicht nicht gewinnbringend einsetzen? Kinder drehen sich weg. Und hören lieber gar nicht erst zu. Dich erwartet ein Luxusleben in der prächtigsten Residenz des Gesamts. Rekrutierst du etwa Bräute für Don Corneo? Wer bist du überhaupt? Ein Vertrauter? Oh, du kennst dich aus. Ein Vertrauter des Dons bin ich nicht. Aber du bist bei mir in guten Händen. Was soll das bitte werden? Lass mich los. Will dich nur zu deinem Interview.
Aus Maul. Ich bin kein Kind, klar? Zweitens, wie kann dir meine Schönheit nur entgehen? Du willst dich mit uns anlegen? Meine Schönheit? Dann zeig doch mal. Das ist diese Musik. Du mit den Großen auch mithalten kannst. Was? Was war das? So, ich weiß immer noch nicht, wie man hier diese Elemente wechselt. Ich habe mir noch mal durchgelesen, ne? Alter, was ist mit der Musik hier los? Ich habe mal ein paar andere Angriffe hier reingepackt, ne? Was uns dazu bringt. Mit der Musik hier los. Noch mehr Stück. Was ist das? Oh mein Gott, ich wäre schon wieder fast tot. Was? Was so? Was? Alter, was ist hier los? Ich dachte, ich habe den Kampf hier voll eigentlich in... Ich dachte, ich habe den Kampf voll unter Kontrolle. So kann er sich überhaupt halten. Ich muss gar nicht, er kann. Alter, ich bin schon wieder leicht tot. Beruhig dich doch mal ein ganz kleines bisschen, ey. Das gibt's nicht. Nein, ich habe jetzt bald auf alle. Boah. Gehen wir auf ihn, und er hat nur die meisten AP. Bitte stirbt dadurch. Ich glaube, er stirbt dadurch nicht. Oh mein Gott, ey. Ich habe irgendwas gerade bekommen. Habt ihr ganz schön was drauf? Na warte, ich stopf dir dein verdammtes Maul! Was? Das musst du dir ansehen! Ich habe uns eine total heiße Braut aufgetrieben. Echt jetzt? Hier und so und hier auch. So. Ja. Meine verehrten Damen, tut mir leid. Aber wir haben jemand Passenderes gefunden. Dann los! Okay. Ja, ich muss nochmal zurück zur Bank und mich heilen, wenn es geht, ne? Was waren das denn gerade für Typen? Kann ich das? Handlanger von Don Corneo. Sie schmeicheln jungen Mädchen und locken sie mit Versprechen von Reichtum. Ich kann nicht zurückgehen, um heilen. Die Villa habe ich gesehen. Das geschmackloseste Gebäude auf dem gesamten Wallmarkt. Du kennst mich aber gut aus, Sonan. Musste ja die Gegend auskundschaften. Wiederholt einsetzen? Nee, ich will halt eigentlich weniger. Ich will nicht, dass alle geheilt werden, ich will, dass einer geheilt wird. Na gut, ich hoffe, ich kriege ein paar MP, ja. Du hast jetzt eigentlich Erfahrungspunkte bekommen, weil du gerade tot warst, ja. Okay, ich habe irgendwas bekommen. Ich glaube, ich habe einen Dämonenarmreif. Info, der Effekt wird aktiviert, wenn der Gegenstand mit Accessoire Gozo-Speicherchip oder Meso-Speicherchip komponiert wird. Was? Erlaubt die Macht eines Dämons sein. Dafür muss er mit dem. Okay. Kannst du das nehmen, Kollege? Ist das besser? Bringt natürlich nichts, wenn ich hier verrecke, ne? Warte mal, was hat er denn vor ausgerüstet gehabt? Das hier? Und zwei Dinger nur? Buh. Wie wollte ich das? Okay, da war ja zu wenig von, alles klar.
Was mache ich denn mit ihm ja? Ich gebe dir mal Analyse, ne? Damit du hier, ich tue auch gar nicht irgendwie drauf achten, was er so macht, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich schon irgendwie Probleme allein habe. So. Oder nicht. Tut er halt automatisch einsetzen? Ich weiß gar nicht, was der irgendwie automatisch macht. Das ist schon so lange her, Mann. So, aber ich kann wieder meine Waffe, glaube ich, ein bisschen hochleveln, ne? Ich glaube, ich brauche. So, physische Attacke oder das ist halt physische Ding, was ich hier habe, ne? Ja, das Ausgewicht sehe ich gerade. So, Schaden von normalen Angriffen. Zusätzlicher Materia-Slot. Ja, immer wichtig. So. Ach, hab ich gar nicht rausgerüstet. Verdammt. Hat nichts gemacht. So, warte mal hier. Ach, ich hab nur das. Präzise Abwehr bei Flip Barriere bei erfolgreichen Ausführung von präziser Abwehr. Welchen habe ich hier noch nicht? Magische Attacke plus 6. Ich weiß immer noch nicht, dass wieder mit dem Element hier ändern zu geht hier. Irgendwie, wenn ich angreife, irgendwie links und rechts drücke, kann ich das Element ändern, aber irgendwie verstehe ich nicht, wie das funktioniert. Ich habe die ganze Zeit links und rechts, wenn ich angreife, aber ja, irgendwie kommt da jetzt nicht so. So, und ja, die haben dieser eine Creeper ganz eindeutig Tifa entdeckt, ne? Und wenn wir erinnern uns, irgendwann begegnet Cloud ja Tifa vor Don Corneo, das ist dieser notgeile Typ hier. Wofür wir ja Cloud irgendwie zu einer Frau hier verkleiden mussten, ne, damit wir uns da einschleichen konnten, ne, da war dieser eine notgeile Typ, in dem wir uns da reinschleichen wollten. Und ja, jetzt heißt es nur noch warten. Ich nehme an, die tun gerade irgendwie tiefer entführen oder sie lässt sich entführen. Wir hatten eine Spezialistin für solche IDs, aber sie ist in der Splittergruppe. Also mussten wir uns schnell jemand anderes suchen. Oh, oh nein. Sag mal, was ist denn mit dem? Organisation 13. Eine Makrovergiftung. Das Schicksal derjenigen, die es nicht zum Soldaten schaffen oder ausgedehnt haben. In jedem Fall ein Opfer von Shinra. Schon wieder Shinra, ja? Diese dreckigen Schweine! Wenn ihr euch bei Shinra beschweren wollt, dann braucht ihr die hier. Ohne die kommt ihr nicht nach oben. ID-Karte. Sie werden in den Zügen gescannt, also tragt sie immer bei euch. Vielen Dank. Warte mal kurz. Ein kleiner Snack. Probier mal. Oh nein. RIP. Mangel keinen Biss in dieser Stadt. Dann lasst uns zurück und auf Chichi warten. Ein Zahn nach dem anderen wird auseinandergenommen. Und die Mission geht endlich los. Chefin. Nach der Reaktorexplosion wird das alles nicht so leicht. Die Stadt wird jetzt stark überwacht. Wir sollten Naios Gruppe um Hilfe bitten. Langweiler. Alles klar. Okay. Oh, sie ist dabei. Also, ja, ich muss mal kurz hier zur Bank, ne? Also, ich muss mich hier hochheilen. Weil bin so gut wie tot, glaube ich, ne? Ich habe keine MP mehr. Okay. Ich muss das hier noch so ein bisschen mich vertiefen, habe ich so ein Gefühl. So, ich setze mich jetzt hier hin. Ihr könnt mich nicht aufhalten. So. Also hier steht jedenfalls, das habe ich mir noch vor dem Stream gerade angeschaut, ne? Hier steht, ne? Drücke 3, um Yuffies Schuriken auf einen Gegner zu werfen. Das habe ich gecheckt, ne? Yuffie kann mit 4 Ninjutsu-Angriffe aus der Distanz einsetzen, wenn sie ihren Schuriken nicht in der Hand hält, ne? Ja, das habe ich gecheckt. Mit Elementar-Ninjutsu lässt sich das Element der Angriffe ändern. Drücke links, rechts, um zwischen den Elementen hin und her zu wechseln.
Elementar-Ninjutsu ist das. Ich sehe aber auch nicht hier außerhalb der Kämpfe. Ne? Meinen die damit hier diese Dinger? Wo sind sie? Hier. Ja, ich habe eins von diesen Dingern hier aus. Elementar-Ninjutsu ist das hier. Ist das hier das Elementar-Ninjutsu? Aber da ist ja nichts mit. Ja, man, das ist das. Ne? Ich habe eins davon hier ausgerüstet. Ne? Und so wie ich das verstanden habe, tut das die Elemente von ihren normalen Angriffen dann ändern. Ne? Also wenn ich da die einsetze, muss ich mal kurz gucken. Aber ich sehe auch irgendwie nicht im Kampf, was für ein Element das ist, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ja, ich versuche das nochmal. Ja. Bringt ja irgendwie nichts, wenn ich irgendwie voll schnell drauf gehe. Ne? Also, also irgendwie, Gegner sind ja hier so stark irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Reunion. So. So, ich dachte, da war ein Gegner. Wow. War ein bisschen stark für den Schuriken. Okay. Freundschaftsarmband. Boah. Was ist das? Das kommt mir bekannt vor. Das hatte man, glaube ich, auch im Hauptspiel. Ne? Was ist das? Er hat den Verbrauch von ATB im Synchronisationsmodus. Was ist das? Synchronisationsmodus. Weiß ich doch gar nicht mehr, was das ist, ey. So. Was zum? Na, ich habe eine Abkürzung geschaffen. Boah. Okay, wo muss ich denn dann jetzt hin? Also ich wieder zurück zum Unterschlupf. Mach ich doch schon wieder zurück. Boah, ich dachte. Ich dachte, wir gehen jetzt hier direkt irgendwo hin. Oh. Oh Gott. Dann zurück zum Unterschlupf eben. Meinetwegen. Warum sind hier keine Leute? Hä? Ist was passiert? Planänderung. Ich warte am Pfeiler. Beeilt euch, GJ. Eine Planänderung? Welcher Pfeiler? Die gigantische Säule, die die Platte stützt. Okay, wow, da hatte ich sogar mein Aufnahmeding mal komplett aufgehängt. Mit so Fehlermeldungen und all sowas, ne? Okay, weiter. So, wir befinden uns wortwörtlich hier. Ein schlechtes Gefühl. Mir ist es so lieber. Zwei, drei Sekunden nach was ihr gerade gesehen habt. Also ihr habt nichts verpasst. Viele von meiner Sorte gibt's in Wutai aber nicht. Muss eine Mutation sein. Oho, das gefällt mir. Oh. Oh ja. Hm. Johnny, nein. Da war nicht diese eine Mission mit dem Motorrad Heini irgendwie nach all dem schon? Nee. Anscheinend schon vorher, ne? Bevor Cloud jetzt zu Alice gegangen ist und so. Ja. Warte. What? Mach's Maul auf! Bist du taub? Hey! Also. Ich dachte, da wäre die Frau, die auf die eine losgegangen ist. Halt! Hinterher! Kümmert ihr euch um DJ? Ich gehe zurück und warne die anderen. Ja, dort lang. Wenn wir noch irgendwas brauchen, sollten wir es besorgen, bevor wir uns auf den Weg machen. Sag mir das jetzt bitte nicht so, ne? Okay. Ich nehme an, hier ist nichts, was wir ja machen müssen noch, ne? Ich nehme an, wir werden nur eine Weile hier im Sektor bleiben, ne? Also ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Ob DJ wohl irgendwas ausgefressen hat? Hat sich vermutlich für uns in Gefahr begeben. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Wo bist du? Ich werfe den Schuriken in den Rücken. Wir es nicht kommen sehen. Da müssen wir da rein, wir müssen da rein, ne? Ja. Oh. Pinke Truhe. Das ist aus Materia. Kampfstab. Boah. Ich habe noch nicht seine alte Klamotte hochgelevelt. Ne? Was zum
den Gegner niederstrecken. Okay. Versuch mal ein bisschen aufzupassen im Kampf, ne? Erstmal will ich diese ganze Elementar Ninjutsu Sache erledigen. Du bekommst das nicht. Los, spuck schon aus. Als ob ihr mich dann laufen lassen würdet. Was zum hinterher? Glaubst du, DJ kommt auch aus Botai? Wir haben jetzt wichtigere Sorgen. Die Situation sieht ernst aus. Schnell. Der Typ erinnert mich so sehr an Zack und an Gladiolus hier. Zack aus Final Fantasy 7. Das ist der schwarzhaarige Typ, den wir ganz am Ende vom Ending von Final Fantasy 7 Remake gesehen haben. Boah. Gladiolus ist ein Charakter aus Final Fantasy 15. Das ist dieser buffe Typ. Sind die so schnell reingekommen? Ja, ich habe schon welche gesehen. So, oh mein Gott, ich will meinen schnell links. Wir können zusammen eine Vielfalt von Angriffen, mit denen sie gegen leichter stauchen wollen. Wenn ATB leicht aufgeladen sind, können sie zusammen Sonderformen einiger Fähigkeiten ausführen. Okay, ich habe einen. Okay. Okay. Ja, ich komme eigentlich dazu jetzt. Ich wollte eigentlich mit dem Ding hier testen, gerade mit dem. Boah. Okay. Ich wollte so ein paar einfache Kämpfe irgendwie, wo ich da testen kann. Ich bin ja die ganze Zeit in Gefahr. Mit ausgestreckten Armen einfach so rüber klettert. Ich habe schon irgendwie nicht gewusst, wie ich hier wieder das Schnellmenü hier mit den Fähigkeiten hier aufrufe. Auf L2 ruft man die Karte auf. Oh mein Gott. Sag mir doch einer. So, da kann man runter, glaube ich, ne? Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hin? Da oder da? Ja, die Treppe. Jetzt durch das Element wechseln, glaube ich. Na, während des Blockens. Langsam komme ich wieder rein. Ne? Eins nach dem anderen. Also während des Blocken tut sie hier das Element wechseln. Wenn ich so links und rechts drücke, passiert nichts. Aber wenn ich R1 drücke, also zum Auslöscher. Fort Kondo. Boah, schaue ich ja gar nicht mehr. Also hier jedenfalls nicht. Aber wenn ich blocke und dann wechsle, dann tut sich das Element wechseln. Irgendwie sicher, ich sehe da diese Schriftzeichen, die sich da. What? Ich sehe da diese Schriftzeichen, die da aufploppen, aber wo soll ich denn wissen, was für welches Element ist? Ja, ich nehme an die Farben, ne? Aber wie soll ich denn das bitte schön im Kampf hier noch. Wie soll ich denn da nur aufpassen und so, ne? Ich glaube, ihr seid auch aus der. Ja, solltet ihr. Denn jetzt kommen wir. So.
besser was hier. Komm mal her. Ja. Wind. Das ist immer das gleiche Element. So, boah, wie komme ich noch zu meinen Schnelldingen hier? Luft Ninjutsu, so. Sind jetzt Windangriffe? Ich weiß es nicht. Niemand entkommt im Zorn der Ninja. Ich will mit. Ich würde am liebsten noch, bevor wir dieses DLC abschließen, noch dieses Kampfsystem hier gecheckt haben, ne? Also, anstatt hier die ganze Zeit hier voll verwirrt durch die Gegend zu laufen. Wer nichts dagegen ab, ne? So, deine ist er hingegangen, ne? Verstehe. Wenn wir das Ding nicht irgendwie abschalten können, kommen wir nicht weiter. Jetzt zeig dich schon, Schalter. Wir können einfach so dahin laufen. Ne? Laufen halt entgegen da hinten. Schalter. Ja, gut. Ich bräuchte irgendwie so einen Kampfsimulator, wo ich irgendwie so üben könnte oder so einmal. Warte mal. Ja, ich darf auch nicht verpassen. Ich darf auch nicht vergessen, irgendwie war nicht. Ich war, nein, da komme ich nicht hin. Oder habe ich die bekommen? Nee. Oh. So, jetzt habe ich Wind, ne? Nehme ich an. So. So, ich darf nicht vergessen, auch wenn ich einfach nur X drücke, ne? So, ich tue mal einige hier analysieren. So, wirksam. Ah, da kann ich auch sehen, was ich von den Gegnern stehlen kann. Okay, das macht schon mal ein bisschen einfacher, ne? So, Luft Ninja zu Gewitter. Oh. Ah, dann kann ich das Element wechseln. So, was, warum kann ich das so? Ach, ich komme wieder hoch. So, mach du mal irgendwas hier. Wer besprungen? Das soll ein Dragoner sein? Ich weiß es nicht. Noch ein paar von deinen Sachen sehen. Geschicklichkeit Bonus halten. Ja, er soll ja irgendwie. Materia-Stufe gestiegen. So, diesmal will ich auch beide. So. Jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Okay. Wenn ich dann im Menü bin, kann man das ändern. Ich drücke die ganze Zeit hier links und rechts hier im Kampf und so. Boah. Was hat der Feindes können? Gebet. Gebet, das ist doch Gradzeilung, ne? Nur halt auf alle und schwächer, ne? So, habe ich eigentlich genug? Ja. Gebet brauche ich nicht, glaube ich nicht. Aber ich habe Dings ja, irgendwas habe ich hochgelevelt. Was habe ich hochgelevelt? TP, oh, TP Boost muss mal gelevelt werden. Ah, Luft ist bald hochgelevelt. Ich glaube, er hat irgendwas gelevelt. So, kann ich mir hier die Gegner noch mal anschauen? Oh. Da kann ich mir anschauen, was die alles so hatten, ne? Bei Mu hatte zum Beispiel nichts. Ich nehme an, die Gegner, die treffen wir irgendwann noch mal, ne? Na gut, dann kann ich ja immer sehen, was die zum Klauen haben. Dann sehe ich ja, ob ich was klauen kann oder nicht, ne? Muss nicht mehr, wie hat hier funktioniert in dem Spiel. So, ist hier noch irgendwas? Ich soll einen Schalter finden. Muss mal ganz kurz gucken, wie ich habe mir gar nicht gemerkt, wie lang meine
bevor dieser Schnitt kam, war ich glaube 20 Minuten, ne? So 22 Minuten, okay. Damit ich so weiß, wie lange ich jetzt noch aufnehmen muss. So, ich soll einen Schalter finden, hat sie gesagt, ne? Machen wir mal. So, nimm das. So, von da kam ich. Da war irgendwo da was zum Werfen. Gerade sagt mir, ich soll da eingehen. Oh. Oh. Meine Güte. Mit Timing und so sogar. Los geht's. Jetzt können wir darüber. Ich weiß nicht, wieso wir vorher nicht darüber konnten. Wir hätten einfach dagegen laufen müssen, ne? Das ist wie wenn du so eine Rolltreppe nach oben rennst, ne? Die in der gegengesetzten Richtung geht. Oh Gott. Kommen Gegner. Kommen viele Gegner. Irgendwas sagt mir, kommt ein Boss. Ja, geblieben. Komm, rennst du nur noch weg? Wir haben die erledigt. Wir sind die Guten. Warte mal, eine Sache wollte ich noch gucken. Und zwar, er hatte doch hier eine Waffe, ne? Trainingsstab, Gegner niederstecken, genau. Das heißt, er muss Gegner erledigen, damit halt die, damit er die Fähigkeit lernt, ne? Und woher kommt diese eine Fähigkeit, dass er irgendwie ja sich selber opfert? Ist das irgendwie so ein passives Ding für ihn? Das Auto wieder, das ist ja wieder anderes, ne? Ich nehme an, das ist einfach so seine Fähigkeit, ne? Macht so Harakiri für andere Leute. Njom. So. Wo rennst du hin? Bleib gefälligst hier. Was ist das? What? Also. Transportbahn bedienen? Ja. Mit Avalanche hat die sich hinein in die oder mit Shinra der Avalanche, ne? Hey, schnappen wir uns und durch zwei andere Leute ersetzt. Wird lang und schmerzhaft sein. Nimm das Kisten. Nimm das. Wäre lustig gewesen, wenn er jetzt reagiert hätte. So, au! Mann! Dann donkt er mich einfach mit seinem Stab so bumm. Oh, das ist ein Monster, alles klar. So. Ja, Problem. Mein Gott, ich jetzt so schnell mal tot bin, ne? Ah! Stärkung. So, mach du mal rasender Wind auf so einen kleinen. Ne, warte, analysieren wollte ich doch. Nein. No. No, ich glaube. Ich glaube, er hat gerade irgendwie 3-4 Gegner auf einmal erledigt, ne? Deswegen hat er jetzt hier seinen Skill gemeistert, ne? So. Ich vergesse mal, ich muss nur X drücken, ja. So. Analyse einmal bitte.
So, irgendwie konnte man die auch, glaube ich, im Kampf analysieren, oder? Ja. Da war ein Mogri. Au. Okay. Boom. Streng dich das nächste Mal etwas mehr an. Dein Wunsch sei mir Befehl. Nein. So, wir haben eine Menge Sachen hier gerade gelevelt, habe ich gesehen. Ne? So. Einmal den hier, dann auf beide. Ja. Das ist immer noch nicht voll geil. Okay. So, TP-Bus ist immer noch nicht gelevelt. Warum levelt das so langsam? So, ich nehme an, diese Dinger leveln halt schneller, ne? Weil wir halt hier im Dings sind, ne? So, oh, Regenerat werde ich, glaube ich, irgendwann brauchen, ne? So. Na, warte, ich könnte ja auch mal eigene Dinge ausrüsten, ne? Auto-Vita. Auto-Vita, bist du 10-mal pro Kampf, ne? Er braucht dafür nicht wieder ausrüsten, ne? Nehme ich an. Analyse, Zins blocken. Ich glaube, er hat seine Waffe auch gelevelt, ne? So, oh. Hey, warte mal, das brauche ich doch hierfür, ne? Kurso Speicherchip, ne? Hört, die erteilten Schaden proportional zur aktuellen TP des Charakters. Hm. Okay. Ich nehme an, das ist jetzt aktiviert. So, und hier. Den Gegner besiegen, während der Effekt anhält. Übrigens, die Angriffskraft fokussiert die Angriffe auf den anvisierten Gegner. Und wirksam im Synchronisationsmodus. Ja. So, da kann ich hier noch eine Sache reinpacken. Und zwar. Gebet. Ich weiß nicht, ob er einsetzen kann von automatisch. Geben wir ihn Ausweichrundschlag, nehme ich an. So, und dann geben wir dir mal ein paar Skills, ne? Wir haben alle aufgelevelt, ne? Provozieren Limit Boost. Ja, ne, was ist eigentlich sein Limit? Hat er überhaupt ein Limit? So, dir gebe ich alle Sachen, die ist ja schon zweites, nö. Ich gebe dir alles, was dich hier am Leben hält, ne? Physische Abwehr, magische Abwehr, boom. Ich mache dich zum Tank. So, dann gebe ich dir den Kampfstab. Jemand, der ist mehr physisch ausgelegt, ne? So angreifen und so. Attacke, TP Maximum, wow. Immer noch Tank, ne? Physische Attacke plus 2. Physische Attacke plus 2. Magische Attacke, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt hat. Sparen wir mal, ne? MP brauche er jetzt nicht so, ne? So. Jetzt ich. So, was muss ich überhaupt machen, um irgendwie meine Waffe zu leveln? Oh. Meister D, präzise Abwehr. Aber wir haben einen übersprungen. Der Bumerang ist die magische, ne? Also Schadensubspirit, ich glaube, das gibt mir. Da kann ich gar nicht holen. Ich brauche 12 Punkte dafür. Hm. Was ist hier mit? Na, auch schon der dritte. So, physische Attacke. Schaden von normalen Angriffen. Nehmen wir das mal. Ich habe dafür, welche am meisten brauchen, ne? Leichenflatterer, was? Erweitert den Materia-Slot verbinden. Ja, dann werden die so verkettet, ne? Wegen Ausführung von präzise Abwehr. Einfach Typen von Gegnern TP. Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Ich brauche mehr Punkte erstmal, ne? So, warte mal, was brauche ich für ihre Waffe?
erfolgreich den Angriff eines Gegners ausweichen. Boah. Okay, ja, ist immer so eine Sache, ne? Ich tue lieber abwehren, weil ausweichen habe ich so cool, bringt gar nicht in diesem Spiel. Ich werde jedenfalls dauernd getroffen davon. So, vom Buch haben wir von da, ne? Ja. So, wir haben noch mal schnuppern. Oh, ich dachte, hier wäre jetzt irgendwas. Das sah aus, als wäre irgendwie so ein Geschütz oder so gewesen, das sich gleich aufbaut. Nee, von hier bin ich gekommen. Mein Gott. Boah, ja, stimmt, von hier bin ich gekommen. Boah. Deswegen taugt dem Daniro nie mit der Orientierung, ne? Ui, ja. So. Oh, hier geht's auch noch mal nach oben. Ne, geht's nach unten. Warum sollte ich wieder nach unten gehen? Hier ist doch nichts mehr. Warte mal hier. Stahl sich ja direkt schon wieder eine Waffe. Hoffentlich kriege ich auch diesmal. Ich meine nämlich, ich habe einige Waffen verpasst, als ich. Oh, da ist viel Angriffskraft. Umso stärker im ATB man für andere Kommandos aufgewandt hat. Das Element hat sich durch die Elementar kann in der Luft den Gegner mit maximal Angriffskraft treffen, während diese Fähigkeit auf Stufe 3 ist. Verbannung. Ja. So, warte mal, wie viel habe ich nur? Nein, danke. Ich habe noch einige Waffen jetzt zum Leveln. Wohl. Ich soll vielleicht erstmal gucken, ob ich die Dinger erweitern kann, ne? Die Materia-Slots und so, ne? Wenn ich jetzt zwei bekomme, na, da habe ich schon einen gesehen. Hinzufügen, alles klar. Boom. Mit zwei, da kannst du auch nichts anfangen mit. FP-Bonus, was? Ausgezeichnet. Waffenfertigkeiten, kritische Trefferrate, physische Attacke. Ich würde sagen, mehr physische Attacke, ne? Und dann hier physische Attacke, ne? Okay. Vielleicht können wir die jetzt doch ausrüsten. So, welche Materie geht mir da verloren? Erstschlag stehlen. Armor habe ich auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ey. Na, laufen wir erstmal hier mit neu rum. Was muss ich da noch mal machen? Gegner ausweichen, alles klar. Und diesen einen Skill, ne? Nice. Kann man nicht einfach platt machen, dann ist die Verfolgungsjagd weg. Dann haben wir abgeschossen. Ja, was geht, na? So, bevor er stirbt, analysieren. Aua. Nein, er ist schon tot. Finden soll. Ich habe eine Idee. Lass uns erstmal ein Wort finden.
Egal. So. Na 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 na. Weiß nicht, weiß nicht, Dragon Ball ist Arale. Ja, aber die gesagt hat, die hat auch immer irgendwie was gesagt, wenn sie gerannt ist. So, bin ich schon wieder zurückgegangen? Ich bin jetzt nicht schon wieder zurückgegangen, oder? Sehr cool. Ja, Cloud wünscht, er könnte sowas mit seinem gigantischen Schwert, ne? Das ist der Hauptpfeiler, der die Stadt stützt. Die Wartungsstation, von der die Gardisten gesprochen haben, muss also dort irgendwo sein. Ach, ich verstehe. Weil sie haben die Mario Kart Musik hier. So. Okay. Ah, okay. Jetzt, als würde ich irgendwie gerade auf einem Mario Kart Level sein. Ja. Das F-Zero. So, gibt es vielleicht noch irgendwas, was ich hier machen kann? Weiß nicht, ne? Hätte gedacht, vielleicht finde ich ja noch irgendwas, ne? Ja, ich hätte gedacht, ich finde hier noch irgendwas, ne? Ne, schade. Na, Gegners. So, ich muss mal ein bisschen ausweichen, um meine Waffe zu leveln. Nichts dagegen hat, ne? Das kommt mal her. Na, komm her. Mein Job hat zählt. So, er hatte irgendwie hier so was, ne? Kampfgeist. Komm, mach das. Geschicklichkeitsbonus. Da hat schon erledigt. Danke für die wertvolle Lektion. Okay. Verstehen wir nicht diese Fähigkeit, die ich da hab. Hey, oh, was? Für dein Ausweichen über durch. Fucking irgendwann ins Auge. Okay, ich bekomme Geschicklichkeitsbonus die ganze Zeit. Aber. Muss jetzt nicht. Wir haben das Gegner einfach. Ich weiß nicht, ob man auch so nochmal Punkte bekommt für die Waffen oder nicht, aber anscheinend schon. Tempobrett 3. Hey, ich krieg nur auf Fort Condor Sachen. So. Ich glaube, ich muss einfach die Fähigkeit einsetzen auch, ne? Hey, Finger weg. Ich spam die einfach mal die Fähigkeit. Ich will sowieso lieber den physischen Dings einsetzen, ja. So, Analyse. Einmal bitte. So, das ist gar nichts. Mein Gott, ey, einen Moment mal. Wie viel AP hast du gerade? Hat er gerade gesehen, wie viel AP hatte der gerade? Haha. Warte mal, gegen was war der nochmal anfällig? Nochmal Analyse.
Wirksam Eis. Okay, warte. Wir machen das hier mal. Jetzt kann ich hier so wechseln, ne? Frost Ninjutsu, ne? Jetzt habe ich meine Waffe auf dich, ne? Ha. Nein, ich hatte doch falsche Klopf. Ah. Hilfe. Okay, sehr gut. Er ist schon wieder gerade stehen geblieben. Aber ist wieder okay. So, du provozier mal das Ding, wenn es geht, ne? Kannst du was machen? Geh mal weg von mir. So, hast du noch Schwäche? Weiß nicht, ob er immer noch schwach gegenüber Eis ist. Also ich sehe da Schwäche jedenfalls. Jetzt muss ich mal ihn hier heilen. Nein, ich habe keine. Du mach mal, keine Ahnung. Kampfgeist. Geh mal auf ihn los, ey. Er hat doch provozieren. Ich bin zu schnell für dich, ne? Ich krieg gar keine MP zurück, sehe ich gerade. Ich krieg hier keine MP gerade zurück, sehe ich gerade. Ja, halt ihn fertig. Ich krieg gar keine MP zurück. Ich brauche mal einen Supertrank, wenn es geht. Oh, der gar nichts geil, ey. So, mach mal dein Limit. Tanz des Drachen. Ja, mach das. Wenn du machst, war der Miniboss oder was? War ganz schön schwierig. Okay, habe ich irgendwas gelevelt? Ich weiß es nicht. So, ich habe meine Waffe hier gelevelt. Ich hätte gerne diese Waffe. So, jetzt habe ich Erschlag nicht dabei, aber ist auch egal, ne? Okay. Ich glaube, er hatte noch einige Sachen hier zum Leveln, ne? Nee, ich wollte wir noch warten, ne? Okay, ich brauche ein paar MP jetzt. Was habe ich gerade aktiviert? Da. Von da kam ich, da sind die Gegner, sind wir wieder spawnt. Kommt mal her. Wow. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich bekomme auch echt gar keine MP. Ich bekomme echt gar keine MP. Ja, hat man durch normale Angriff nicht immer MP zurückbekommen? Aber ja, der Hund ist jetzt wieder respawnt. Weil ich habe ein Level up bekommen, das ist auch gut, ne? Super Trank. Ja. Was habe ich hier aktiviert? Dich. Ich hoffe, ich bekomme irgendwann mal hier so eine Bank oder irgendwie sowas, ne? Wo ich mich hinsetzen kann kurz. Wow. So, was bin ich hier?
Muss ich da runter? Na nee, warte, ich weiß. Stimmt hier, ne? Ja, guck mal. Oh Gott. Ist ein bisschen komisch zu steuern. Mal geben wir noch mal ein paar MP. Hinterlassen noch MP, jawohl. Oh Gott. Muss mal heilen hier. Okay. Na komm. So, ich werde aber nicht. Doch, die sind so stark. Ah, oh, da war vielleicht ein Fehler. Kann ich weg? Kann ich wegrennen? Kann ich wegrennen? Auf der Flucht? Ja. Okay. Okay. Gut, bevor wir da reingehen. Super Trank. Obwohl, soll ich vielleicht von ihm, ich glaube, er sollte die vielleicht einsetzen, ne? Super Trank, Juffi, 700. Ne, immer noch 700. Oh, ich bekomme eine Menge von denen, von daher. Geht weg. Okay. Und der aufgestiegen. Heilen hat die nächste Stufe. Okay. Also ich der Materie. So, ich weiß aber, glaube ich, sowieso jetzt hier. Ich glaube, ich bin schon wieder lang genug hier, ne? Gut. Ich dachte, wir finden irgendwo mal hier so eine Bank oder so, ne? Es geht ja immer weiter. Gegen vorhin noch mal. Was denn? Du hast gesagt, Avalanche hätte sich verändert. Richtig. Jetzt geht ihm die Entschlossenheit. Ehrlich gesagt, würde ich mich lieber mit ihrer Splittergruppe zusammenschließen. Was meinst du? Ja. Ich sollte mich nicht beschweren, weil sie so viel für uns getan haben. Ich weiß, was du meinst. Sie sind wirklich gute Menschen. Genau das ist das Problem. Wir brauchen keine guten Menschen. Es ist mir egal, was aus dieser Stadt wird. Ja. Aber man, ob das nicht irgendwie so ein paar Signale sind, dass der irgendwie böse wird oder so. Das klang jetzt irgendwie so an nach so. Ob die Leute hier sterben oder nicht, interessiert mich nicht. So, ich hole mir jetzt noch die Materie da. Und dann. Oh Gott. Das ist ein bisschen komisch zu steuern mit der Kamerafahrt hier so. So. Komm ich da runter? Warte mal da. Hey. Hey, ein Moment. Komm ich da jetzt überhaupt noch mal hoch? Ich glaube nicht, ne? Ein Moment. Da warte, da oben muss ich lang, ne? Hier muss ich lang, ne? Oder? Sieht neu aus hier. So. Was bringt mir das? Jetzt bin ich wieder hier. So muss ich irgendwie dahin, ne? Oder von da. Hm.
Aber wie komme ich denn da hin? Da komme ich doch gar nicht dran, ne? Oder da oben? Ich weiß es nicht. Das Gefühl war schon nicht so falsch, was ich hier gerade gemacht habe. Ne? Jetzt gucken, ob ich da von da oben irgendwie treffe. Aber tue ich nicht. Ich habe gerade das Ding geworfen. Da, guck mal. Das ist aber richtig. Gott. Da irgendwas. Wo ist da was? Nee. So, was haben wir gewonnen? Elementar-Affinität. Ich weiß nicht mehr, was genau das ist, aber ich glaube, das ist nicht so gut. So, ich nehme an, ich komme jetzt hier nicht zurück, ne? Ne? Na gut, dann würde ich sagen, hier machen wir einen Schnitt, ne? Beim nächsten Mal sehen wir uns da wieder, wenn wir weiter mit der Verfolgungsjagd hier sind, ne? Und versuchen, den Typen hier immer noch zu verfolgen. Und dann geht es wieder weiter mit dem Yuffie DLC. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr einen lasst, bitte ein Like, ein Abo, Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.